Das Schlüsselkraut von Paul Biegel. Erstes Kapitel. Wenn man weit nach Süden reist, kommt man an das Blaue Meer. Das ist nicht immer so gewesen, denn früher lagen dort die kupfernen Berge, die bei Tag so grell in der Sonne funkelten, dass man nicht hinschauen konnte. In diesen Bergen befand sich eine Tür, und durch diese Tür gelangte man in eine Burg voll kupferner Gänge und Säle. Und in dieser Burg wohnte der alte König Mansolein. König Mansolein hatte einen Bart, der sich wie ein Mantel um seine Füße legte. Und darauf schlief ein Hase. Das einzige Wesen, das noch für ihn sorgte, denn König Mansolein war beinahe vergessen. Mehr als 1000 Jahre lang regierte er schon über alle Tiere, auch über die Drachen, die es damals noch gab, und über die Zwerge. Aber weil er niemals aus seiner Burg herauskam, kannte ihn fast niemand mehr. Seine Diener waren einer nach dem anderen gestorben, bis nur noch der Hase übrig war. So lebten die zwei ruhig in der kupfernen Burg, bis der König eines Tages zu husten begann, dass sein Bart wackelte und der Hase besorgt wurde. Der Wunderdoktor ward herbeigeholt, damit er den König untersuche. Als das geschehen war, nahm er den Hasen mit in ein anderes Zimmer und sagte: »Ich habe mein Ohr an die Brust des Königs gelegt und durch seinen Bart hindurch ein Pfeifen gehört. Sein Herz tickt wie eine schiefstehende Uhr, und das kommt vom Alter.« Der Hase schaute bekümmert drein. »In einer Woche kann der König tot sein«, fuhr der Wunderdoktor fort. Der Hase begann zu schluchzen. »Sein Herz muss aufgezogen werden, wie eine Uhr, dann wird es ihm besser gehen.« Der Hase sah auf. »Gibt es dafür ein Mittel?« »Jawohl«, antwortete der Wunderdoktor, »das Schlüsselkraut. Aber da muss ich viele Tage reisen, um es zu finden. Wenn ich damit zurückkomme, ist es zu spät.« Der Hase ließ die Ohren sinken. »Gibt es denn kein Mittel für die Zwischenzeit?«, fragte er. »Kein Mittel, das man schlucken kann«, erwiderte der Doktor. »Aber vielleicht etwas anderes.« Er nahm seine Brille ab, mit der er so gelehrt aussah, und fuhr fort: »Das Herz des Königs muss einmal des Tages schnell schlagen, dann kommt er vielleicht durch. Erzähl ihm jeden Tag eine spannende Geschichte, bevor er ins Bett geht.« Der Hase hatte die Ohren gespitzt, aber jetzt knickten sie wieder ein. »Ich habe vor 7 Jahren meine letzte Geschichte erzählt. Ich weiß keine mehr, und die Bücher kennt der König alle auswendig.« Der Wunderdoktor grübelte lange. Endlich setzte er seine Brille wieder auf, nahm sein Köfferchen in die Hand und sagte: »Ich gehe das Schlüsselkraut holen. Unterwegs werde ich jedem, dem ich begegne, sagen: Wer eine Geschichte weiß, der soll in die Burg unter den kupfernen Bergen eilen und sie dem König erzählen. Vielleicht komme genug für die Tage, die ich weg bin. Ich werde es sehen, wenn ich mit dem Kraut komme. Auf Wiedersehen!« Damit ging er zur Tür hinaus, die mit einem Schlag zufiel, dass die kupfernen Gewölbe widerhallten. Lange stand der Hase unbeweglich auf der Stelle und dachte nach. Dann ging er in die Küche, um Feuer zu machen, für den Braten und den Pudding, den der König so gerne aß. Es war spät abends. Der König hustete ärger als zuvor und wollte schon ins Bett gehen. Da wurde dröhnend an das Eingangstor gepocht. Der Hase nahm die Laterne vom Haken, zündete die Kerze an und ging hinaus. »Wer ist da?«, rief er. »Ein Geschichtenerzähler«, antwortete eine heisere Stimme. Der Hase öffnete das Tor weit und hielt die Laterne hoch, um zu sehen, wer das wohl sei. Das flackernde Kerzenlicht fiel auf einen schrecklichen, riesengroßen Wolf, der sogleich eine Pfote über seine grünen Augen hielt. »Nicht so viel Licht, bitte«, knurrte er, »und lass mich nur schnell herein.«
Er schob den Hasen zur Seite und zog selbst die Türe hinter sich zu. »So, mein Herr, und jetzt bring mich zum König. Ich weiß eine Geschichte, da wird ihm bestimmt besser davon werden.« »Hat dich der Wunderdoktor geschickt?« fragte der Hase. »Ja, freilich«, antwortete der Wolf. Während sie durch die langen Gänge gingen, dachte der Hase, dass es eigentlich recht gefährlich sei, so wildfremde Leute in die Burg einzulassen. Gott weiß, was der Wolf in seinem Leben schon alles angestellt hatte. »Was bedeutet das?« fragte der König, als er den Wolf sah. »Majestät, ein Besucher«, sprach der Hase feierlich. »So, so«, der König setzte sich bequemer und putzte sich seine Brille mit seinem Bart. »Das ist lange her, 60 Jahre schätze ich, dass ein Besuch zu mir gekommen ist.« Zum Erstaunen des Hasen machte der schreckliche Wolf eine tiefe Verbeugung vor dem König und sprach: »Großer, 1000-jähriger König, Herrscher über uns alle, vor dir beuge ich mich, vor niemandem sonst. Darum bin ich gekommen, da ihr krank seid, um euch das größte Abenteuer zu erzählen, das noch niemand sonst je gehört hat.« »So, so«, sagte der König wieder, während er mit seinen schwachen Augen den Wolf musterte. »Ich habe noch deinen Großvater gekannt, glaube ich. Den Wolf Esmaril, meine ich. Oder war es Dago?« »Mein Großvater war der schreckliche Wu-Wolf mit der kahlen Flanke«, antwortete der Wolf. »Von ihm handelt meine Geschichte.«